In Prag wird am 29. Oktober 1787 Mozarts Don Giovanni uraufgeführt. Die Oper, die sich um den gleichnamigen Frauenverführer dreht, zählt zu den Meisterwerken der Musikgeschichte. 1923 wird in der Türkei die Republik ausgerufen. Mann der Stunde ist Mustafa Kemal Atatürk, der die Hauptstadt von Istanbul nach Ankara verlagert und eine strikte Trennung von Staat und Religion durchsetzt. Atatürk führt das lateinische Alphabet ein und verbietet Frauen das Tragen von Schleiern in der Öffentlichkeit. Und das geschah in Österreich. Am 29. Oktober 2017 erschüttert ein brutales Attentat die kleine Gemeinde Stivol westlich von Graz. Dem tragischen Ereignis war ein jahrelanger Streit um einen Servitutsweg zwischen Friedrich Felsmann und seinen Nachbarn vorausgegangen. Felsmann war im Dorf als Waffennarr und Querulant bekannt und, wie sich später herausstellen wird, schon mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ja, er war amtsbekannt, er hat auch diverse Behörden und Politiker bedroht. Das heißt, er war bei der Polizei bekannt. Dass es allerdings zu einer solchen Tat kommt, das konnte niemand ahnen. Es war für die Bevölkerung in Stivol auch völlig überraschend. Er war zwar als Querulant bekannt, aber dass er zu einem Doppelmord fähig sein würde, das ahnte niemand. Bereits vor dem Attentat in Stivol war er wegen gefährlicher Drohung und nationalsozialistischer Wiederbetätigung angezeigt worden und wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht gestanden. Zudem wetterte er in bizarren Videos gegen die österreichische Justiz. Als drei Anrainer am 29. Oktober gegen 9 Uhr auf dem Servitutsweg auf Felsmann warten, um den Streit endlich beilegen zu können, eskalierte die Situation. Der 66-Jährige, über den eigentlich ein Waffenverbot verhängt worden war, eröffnet von seinem Anwesen aus das Feuer. Ja, es sind zwei Todesopfer zu beklagen gewesen, eine 55-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann. Beides waren Nachbarn vom Herrn Felsmann. Und sie wurden aufgrund eines Nachbarschaftsstreits erschossen, offenbar. Felsmann hatte sich verbarrikadiert, hatte sich versteckt. Und als es zu einer Aussprache in der Nachbarschaft kam, hat er auf diese beiden Menschen geschossen. Verletzt wurde auch eine 68-jährige Frau. Sie ist Gott sei Dank am Leben geblieben. Aber Felsmann konnte flüchten. Und bis dato ist nicht geklärt, wo er sich aufhält und ob er überhaupt noch am Leben ist. Die rund 700 Einwohner im idyllischen Stivol stehen unter Schock. Sofort beginnt die Polizei mit der Fahndung, durchkämmt die Wälder in der Umgebung der Gemeinde und findet schließlich das Fluchtfahrzeug von Felsmann. Ja, Felsmann hat sich nach seiner Tat in ein Auto gesetzt, hat sein Gewehr mitgenommen und ist mit diesem Auto in ein Waldstück gefahren. Da verliert sich dann die Spur. Was mit ihm passiert ist, weiß man nicht. Vielleicht ist er in ein anderes Auto umgestiegen. Vielleicht hat er einen Fluchthelfer, der ihn danach versteckt hat. Er könnte sich allerdings auch mit seiner Waffe gerichtet haben. Wir wissen es nicht. Sehr groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos. Seit 2 Jahren fehlt von ihm jede Spur. Kein Handy, das er eingeschaltet hat. Es gibt keine Lebenszeichen. Die Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln. Am 30. Oktober, dem Tag nach dem Attentat, bleiben die Kindergärten und Schulen in Stivol sicherheitshalber geschlossen. Auch die Allerheiligenprozession am 1. November wird abgesagt. Die Suche nach dem Doppelmörder wird schließlich auf den gesamten Schengen-Raum ausgeweitet. Doch trotz etlicher Hinweise und mehrerer Hausdurchsuchungen kann der Schütze von Stivol nicht gefunden werden. Bis heute bleibt sein Verschwinden ein Rätsel. Die Polizei glaubt, er ist tot. Es gibt Nachbarn, die sagen, er könnte sich nach Ungarn abgesetzt haben, weil er hier sehr viele Kontakte hatte. Wir wissen es bis dato nicht. Die Polizei will aber auch nicht ausschließen, dass er noch am Leben ist.